Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge von Bausimulator im Multiplayer zusammen mit Pascal. Hallo. Moin moin. Ja, was machen wir heute? Sieht so witzig aus, wenn der Luft springt. Ja, Folge 14. Die aufpassen, merken, da ist irgendwas schiefgelaufen. Ja, die Folge 13, die war leider im Eimer, das haben wir auch schon in diversen anderen Videos, glaube ich, nochmal erwähnt. Die haben wir an dem 13.12. aufgenommen, haben wir die 13. Folge aufgenommen, es ist nicht gut. Was soll schon schiefgehen? Was soll schon schiefgehen? Zitat vor der Folge. Mittwoch, ja. 14 Uhr, ich will die Folge noch schnell schneiden. Pascals Stimme ist nicht da. Das heißt, es war ein 30 Minuten Monolog. Fass mir kurz zusammen, was wir gemacht haben. Folgende Sachen. Hier ist ein bisschen Bildmaterial jetzt da draus. Das ist ja der Ton ist ja nicht da. Wir haben die ausgebuddelt, die Statuen. Also es war halt von dem Museumsdirektor dort, dieser Statuen-Schwertransport. Dann haben wir die auf den Tieflader gehoben. Mhm. Dann sind wir die Serpentin runtergefahren, sind zum Ziel gefahren und haben die dort wieder abgeladen. Das ist so. Also ein bisschen Baggern, ein bisschen Kranarbeit und ein bisschen Schwerlasttransport. War jetzt nicht so spannend. Genau, aber was machen wir heute? Heute wird spannender. Wir haben nämlich. Zumindest bin ich der Meinung, dass wir jetzt die Brücke bauen sollten. Pascal war da ein bisschen skeptisch. Ja, Tobi will wieder ein Großprojekt, bei dem ich am Ende einen nervlichen Zusammenbruch erleide. Ja, komm, die Brücke, das geht doch. Hier. Wir machen auf. Ist Mittel. Ja nur eine kleine Brücke. Wir machen auf Mittel. Genau, wir haben die Besprechung, dann haben wir Materiallieferung, Bohrung. Wir haben eine Bohrung! Wie cool! Also holen wir das Drehbohrgerät da. Ja! Das wissen wir noch gar nicht, stimmt's? Betonsäulen, Stahltragwerk, da müssen wir ein bisschen Kranarbeit. Betonbau, müssen wir viel betonieren wahrscheinlich. Und noch eine Straße drauf bauen. Ich denke, das kriegen wir hin. Ah, du hast die Gunst der Stunde genutzt, das lobe ich mir. Die erfolgreiche Sanierung des Rathausplatzes hat mich in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Daher ist man mit einem weiteren Projekt von öffentlichem Interesse an mich herangetreten. Seit kurzem ist die große Verkehrsbrücke an der Flussmündung einsturzgefährdet. Infrastruktur fällt normalerweise nicht in meinen Bereich, aber aufgrund der Dringlichkeit werden mich der Verkehrsdezernent und vermutlich die gesamte Stadt auf Händen tragen, wenn ich die Brücke zügig neu errichten lasse. Also wir machen die Arbeit und er kriegt den Ruhm dafür. Ja. Wieso, solange wie du das Geld dafür bekommst, ist alles in Ordnung, ne? Ja. So. Was haben wir denn hier zu tun? Das ist auf jeden Fall schon mal ein goldener Hammer. So, wir sollen schon mal Sachen liefern. Wir brauchen... wo ist denn hier der Händler? In der Nähe. Fahrzeughändler, Baustoffhändler. Schnellreise. Das sollte alles auf eine Ladung packen. Passen. Sollen wir gleich sehen. Ich gebe dir Bescheid, wenn ich drunter stehe. Aua. Du sollst jetzt kaufen können. Okay. Kaufen. Ja, ist alles drauf. Nu, das sollte alles sein, auch für den Job. Dann komm mal vorbei. Dann kannst du schon mal direkt einen Kran holen oder sowas. Hier bildet sich jetzt ein Stau. Weil normalerweise würde ich jetzt hier lang fahren. Oder das sind das geparkte Autos. Das sind geparkte Autos, ich bin einfach nur dumm. Hä? Baumaschinen. Wo haben wir denn hier mal was? Einen Kran haben wir ja wahrscheinlich nicht. Das heißt, wir brauchen wieder einen Autokran. Da würde ich tatsächlich gleich mal den großen auspacken. Ab zur Baustelle. Und dann bin ich hier und warte. Warum sind eigentlich Verkehrsregeln angeschalten?
Das ist noch wegen letzter Folge so. Das ja, habe ich gerade eine Strafe bekommen, weil ich über eine rote Ampel gefahren bin. Ja, sowas auch. Das fällt dir ein. Ja, mach die mal wieder aus. Ich halte mich vor jeder noch roten Ampel hier. Glaubst du, wie lange ich dann brauchen würde, wenn ich hier fahre? Mal. Eine Weile? Oh. Wieso habe ich das geahnt? Keine Sorge, ich kann fahren. Ja. We see this. We see. Halt! Junge, fahr nicht so weit! Voll Vollbremse gemacht. Ach, meine Güte, ey. Kannst du gerade schon mal in die Einfahrt zur Baustelle zuspauen? Egal. Naja, ich bin ja nicht im Weg. Du hättest auch oben parken können. Hätte. Und euch stelle ich an den Rand dran. Sind das die überhaupt? Ja. Klang nicht gut. Ja, das ist doch eine super Position, die dort hat, die du dort hast. Mhm. Die du dort hast. So, und das nächste Drehbohrgerät schon tatsächlich. Du kannst ja mal holen. Du bist haben wir das schon? Du bist ja klar. Das Drehbohrgerät? Weißt du nicht mehr? Ich habe doch damit Baumlöcher gegraben. Stimmt. So. Hm. Letzte Folge. Stimmt. Tatsächlich. Oder? Also Folge 12. Ja, nicht Folge 13. Folge 12, aber. Das sieht kompliziert aus. Ich meine, ich habe mir das ja einigermaßen durchgelesen. Ich glaube, ich habe es nicht mit reingeschnitten, wie ich dort ewig in den Einstellungen rumgefriemelt habe. Aber vielleicht weiß ich, wie das ungefähr funktioniert. Aber ich weiß nicht, ob es mir nur so vorkommt, aber ich glaube, das ist noch nicht tief genug drin. Aber hier, das Ding hängt ja, guckt ja noch mal so ein bisschen so ein Stück raus. Weißt du? Ja, ich weiß. Ja, ja, klar, das ist auch das Problem. Aber ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich dort mal Erde abgelegt habe oder so, dass er deshalb nicht weiterkommt. Weißt du, da ist ja so ein kleiner Hügel drumherum, dass er deswegen nicht weiterkommt. Ja, ich weiß. Ich sehe diesen Hügel da ringsherum. Jetzt will er die Erde nicht loswerden. Ah, okay. Ah, jetzt, geht nur nicht alles. Geht nur auf Erde, oder wie? Das war noch nicht alles. Jetzt ist alles raus. Pass auf, jetzt bohre ich das nochmal so weit, wie es geht, rein. Das ist doch jetzt vollständig drin. Guck mal auf die Anzeige oben. Das ist vollständig. Das ist der Balken doch jetzt abgeschlossen. Ja, kannst du das nächste Türchen draufsetzen. Ich bin ins Loch gefallen, Tobi. Welches? In das, was du gerade gemacht hast, das große, tiefe Loch. Ich steck da drin. Eieieiei. Hui. Ja, okay, das ist echt lustig. Du siehst doch nichts davon oben. Nö. So. Jetzt ziehen wir das raus. Haben wir dann nämlich schon mal ein bisschen vorgebohrt. Jetzt müssen wir nämlich das zweite Teil drauf nehmen. Soll ich es da aufrichten? In den Fahrmodus. Ach, lass mal. Willst du aufgerichtet haben oder nicht? Nein, will ich nicht.
holen uns das zweite Teil. Da kommen wir zwar noch nicht ran, aber kein Problem, denn wir können ja das auch bewegen hier. Also, ich will jetzt nicht behaupten, dass ich das wirklich komplett verstanden habe, aber ich glaube, ich habe es einigermaßen verstanden. Hm. Wir haben noch nicht verstanden, warum das erste nicht will. Ja, weil da ist so ein Ring an Erde drumherum. Da ist ein Ring an Erde drumherum und deshalb geht das halt nicht so weit rein. Ich weiß nicht, wenn du einen Radlader holst oder so und die Erde wegmachst, mit einem Baggerlader, dann sollte das sogar wieder gehen. So, jetzt ist das drin. Und jetzt können wir wieder bohren. Baggerlader kriegt nochmal eine Aufgabe. So, weil er seinen kleinen Radlader da vorne dran hat. Das war auch seine ursprüngliche Aufgabe im Tutorial, also daher. Ja, aber als normaler Radlader ist eigentlich dafür viel zu ungeeignet. Weil viel zu klein. Das ist ja wieder nur so halb abgeschlossen hier. Der Baggerlader kann ja gar nichts. Aber der kommt ja nicht mal ordentlich lang gefahren. Ich komme mit dem hier nicht hoch, weil es ein kleiner Hügel ist. Brauchen wir dich jetzt erstmal nicht mehr hier. Du bist im Weg. Nein, müssen wir nicht. Ich glaube, da drüben sind sie auch schon gemacht worden. Wie nett. Hat er Subunternehmer gemacht für uns. Er ist eigentlich damals auf die Idee gekommen, das Hotel auf hoch zu machen. Und wir haben nicht mal eine halbe Betonladung gebraucht dafür, ne? Für diese Stelzen. Das ist ja gar nicht. Haben wir nicht für das Hotel irgendwie 27 oder so? Insgesamt. Wie
setz mich in den Kran. Was brauchen wir? Eine Betonschalung. Neuer Beton, bitte. Beton alle. Ist ja schlimm, du. Du musst gießen noch. Deswegen muss noch sein, dass er wieder rauslaufen soll. Leertaste drücken. Dankeschön. So will es nicht, ne? Und so war zu hoch. Das heißt, wir müssen umpacken. Läuft. Stahlträger. So. Oha. Rückenteilträger. Damit die eine Betonsäule immer noch eine Schadung, ne? Ah. Bei mir nicht. Na ja. Liegen die da oben? Ja. Jetzt müssen wir die irgendwo hin tun oder was? Kommt man auf der anderen Seite wieder rauf, wenn man die Holzbrücke entlang fährt? Das ist eine gute Frage. Das weiß ich nicht. Steck mal einen Radlader und guck. Der steht doch da vorne schon gleich. Der steht auf der Brücke. Nee, hier kommt man nicht hoch. Okay. Also musst du über eine andere Brücke rüberfahren. Map. Ja, wow, das Navi hilft mir da auch nicht weiter. Ja, das will ich über die Brücke schicken, ne? Ja. Aber die ist gerade nicht da! Aha! So ein Mist, aber du musst halt manuell überlegen, wie du fährst. Oder teleportierst. Der hat einen Wendekreis, ey. Ist das geil. Oh, guck mal, eine Erdrampe. Kann man darauf springen? Ach so, hier muss noch eine zweite Brücke. Das ist eine doppelte Brücke. Ich verstehe. Weil hier noch eine Brücke über die Straße gebaut werden muss zusätzlich. Müssen wir die Teile vielleicht liefern? Ja, ich glaube, wir müssen die irgendwo herholen.
Und dann hierher liefern. Aus dem Sägewerk vielleicht? Sägewerk. Ah, das ist für das Stahl zurechtgesägt im Sägewerk. Da. So, Stahlelemente. Stahlteile sind im Stahlhandel erhältlich. Stahlhandel, ja klar, wer kennt ihn nicht? So, da brauchen wir diese Zugmaschinen hier. Ah, hier, Stahlhandel. Ja, wobei, ich lasse die mal hier, weil wir werden ja hier noch die Dinger brauchen. Naja, lass den Kran da mal stehen. Abkuppeln. So, und dann hier aufs Firmengelände. Okay. Und dann B, das auslagern. Autsch, das war nicht gut. So. Und jetzt ist das hier der Stahlhandel? Ja. Ach komm, nee, da fahre ich jetzt nicht hin. Was hier? Ja. Kann den Rückweg fahren. Er ist nicht ganz so lang. Ach so. Ich brauche noch was zum Aufladen. Pascal, holst du dir gleich den kleinen Autokran? Den kleinen Autokran da hinbringen. Mhm. Hier ist auch ein goldener Hammer. Mhm. Sanft und flauschig. Stahlhandel. Ich weiß ja nicht. Was ist denn von flauschig? Sanft und flauschig. Stahlhandel. So heißt er hier. Ach so, so heißen die. Ja. Ja gut, weiß jetzt nicht, wie flauschig Stahl ist, aber... Wie sanft. Wenn die das behaupten, wird das schon so stimmen. Oh ja. Vertrau den Namen mal. Kannst du es anhaken? Ich muss die alle drei Teile einzeln anhaken. Na, das wird interessant, wie die dann befestigt werden. Herr Kummer hat es versetzt. Ja. Das macht's nur cooler. Total. Eieieiei. Was ein Pfuscherbau. Ach, Quatsch. Mit Soße. Hier ist nichts Pfusch. Alter, was soll denn das? Du Scharu, du dumme Sau, du. Warum bist du schneller als ich? Das ist unfair. Warum ist das unfair? Scheiße, Reifen drehen durch. Ich brauche mehr Schwung zum Hochkommen hier. Ich komme nicht hoch. Glückwunsch. Ja, ich bin auch nicht hochgekommen. Okay, ich muss schon. Eher runtergerutscht. Mehr Schwung, aber
Aber nicht zu weit. Ich will jetzt fast den runterklatschst einfach wieder. Ey, komm, das habe ich doch perfekt gemacht. Also, da kann man ja nichts sagen hier. Dann laden Sie mal ab. Wollen wir vielleicht den kleinen hier oben nehmen? Nein? Okay, dann nehmen wir einen großen. Alter, was wird das? Jetzt fertig ist. Den Platz brauche ich noch für die Stützen. Ne? Bin ich so, gut oder was? Berechnet hier der Platz. Bin ich gut Stützen oder was? Kenne deine Baumaschine. Den Platz. Kenne deine Baumaschine. Dann machen wir jetzt den Arbeitsstep noch fertig und dann ja. Machen wir Pause. Und dann zeig mal deine Rückwärtsfahrskills. Oder soll ich zuerst fahren? Ja, ich hab prima Rückwärtsfahrskills. Warte, ich muss mal kurz vorwärts. Ich komm wir nicht vorwärts. Fuck. Ja. Wir beachten das der Frage. Als ordentlich rückwärts runtergefahren. Hilfe. Du bist schon eine traurige Zugmaschine. Ja. Das geht, ist eigentlich illegal. Also die eine Stütze hier, das sieht aber nicht so fachmännisch aus, wie die in der Luft schwebt. Das passt so. Na gut. Na, war ein Gott.